Das nennt man Cartouche oder Cartouche in Hogar. Aber Cartouche oder Cartouche, das ist französischer Name. Aber die Form in der Hieroglyphik heißt Shin. Und Shin bedeutet Schutzform. Shin bedeutet heilige Form. Was immer in dem Form geschrieben ist, heilig. Wir haben die Zähne als Alphabet lese ich das komplett jetzt vor euch, aber fange ich mit dem Schakal an. Weil er ist da so eine Scheibe zum Schluss. Und Wisser Mara Sittet N Ra. Wisser Mara Sittet N Ra. Das ist der Name von Ramses dem Zweiten. Und möchte ich euch etwas gleich malen und schreiben zum Meer über die den Fruchtbar. Gut, das ist der Gut Ammonin. Und wo ist die Viagra? Hier. Ja, siehst du, ne? Wie nennt man die Viagra in Deutschland? Wie nennt man die Viagra in Deutschland? Ja. Rucola. Rucola. Hast du das nicht gehört über Rucola? Nein. Ach, nein. Also, wir sind aus Österreich. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gehört. Servus, es gab keinen in Österreich. Rucola. Und so er ist der Gott des Mond und tragt einen Mund auf seinem Kopf und das Kleen hält zwischen die Hände vieler Sachen. Auf der rechten Zipfel, auf der linken Geißel, Hände mit der Lebensschlüssel Stück der Macht. Osiris Pfeiler die Sachen nimmt allgemein die königliche Insignien. Und dann schauen Sie wieder mal, wer sitzt. Ramses im Zweiten sitzt vor dem Gott, bekommt etwas wie einen kleinen Käfig. Und hier ist die Göttin Mut, die Ehe von Ramses, legt das Hand am Kopf wie Segel oder Blessing, wie in der Kirche. Einen anderen Gott, gucken Sie bitte mal, seine Nase oben hat eine Ebisnase und Kuli im Hand. Das ist der Gott Tut oder Tochot. Er ist der Wissenheit und Schreibergott, die kommentiert diese Gelegenheit. Dass der Gott Amun-Re gibt Ramses dem Zweiten die Regierungsjahre als der Sohn der Nachfolger von ihm und hat er dort alles von oben dokumentiert und hat hier ihm den Lebensschlüssel als Zeichen vor langer Leben